Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice. Ja, Leute, wir haben beim letzten Mal den Löwenaffen endgültig gekillt, haben seine Unsterblichkeit getrennt. Und wir haben jetzt, glaube ich, soweit alles gemacht, was wir machen konnten. Und wir müssen jetzt... beim verborgenen Wald weiter. Da war ich ja nur mal kurz hingegangen, um den Teleporter zu holen. Und dieses Gebiet mag ich nicht. Also überhaupt nicht. Ja, lass mal gucken. Da war doch so ein Hühnchen. Ich wusste es doch. Scheiß Hühnchen, ihr habt für meinen ersten Tod gesorgt. Hühnchen! Ja, genau! Das ist nicht gut. Das ist... Das ist gar nicht gut. Wo bin ich denn hier gerade? Gehen wir mal wieder hoch. Hier ist nämlich auch irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo hier ist auch ein Kopfloser. Die Kopflosen sind nicht nett. Hi! Oh, ja. Wenn ihr den Weg des Buddha kennt, würdet ihr jemanden töten, der sich ihm entgegenstellt? Jemanden, der sich Buddha entgegenstellt? Genau. Derjenige, von dem ich rede, versteckt sich in einem verlassenen Tempel dort vorne. Er hat das Dorf mit einem Schattennebel umgeben, damit er die Dorfbewohner zum Narren halten kann. Ein verlassener Tempel? Ja, es ist altes Gebäude. Die Tür mag verschlossen sein, aber im ersten Stock sollte es ein Loch geben. Okay. Ja. Gucken, ob wir da reinkommen. So, Hühnchen. Hühnchen sind böse. Mal gucken. Pack jetzt noch hin. Was ist denn da? Oh. Ich bin so doof. Wieso bin ich denn manchmal so lost? Ding ist, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo der Kopflose war, ne? Ich sollte vielleicht erstmal den Nebel wegmachen und mich dann hier um die Items kümmern. Hühnchen. Du scheiß Drecksvieh! Wir sind schon so Geistgestalten. Okay, wo musste ich noch mal hin? Thank you.
War das hier irgendwo? Da muss ich hin. Ihr scheiß Geisterköter. So. Man kann auch irgendwie... Also man muss irgendwie da oben reinkommen. Und man muss hier irgendwo die Felswand entlang. Man kann aber auch mit ein bisschen Tricksen hier auf diesen Baum kommen und von da aus auf das Dach klettern. Möchte ich jetzt allerdings nicht versuchen. Ich möchte eigentlich den normalen Weg machen. Ja, da muss man rein. Man kann irgendwie hier hochspringen und dann, ja. Aber ich muss irgendwie darüber. Wie ging es da denn nochmal hoch? Und da haben wir einen Miniboss. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh nee. Nein, er hat mich gesehen. Verdammt. Du kleiner, blöder Affe. Alter, was zur Hölle? Hat er von Affen getötet, ne? Shit. Kann ich da wieder hoch? Das war ja mal wieder mega klug von mir. Wie hast du mich jetzt gesehen? Na gut, warten wir mal kurz. Das war knapp. Close. Jetzt steht er einfach da und guckt hier hin. Aber man kann ihn auch von hinten erstechen. Einmal. Ich versuche es mal mit dem Gatschin-Konfekt. Ob das klappt. Na? Zack! Tokujiri! Jiro, der Gierschlund. Nein, ich möchte nicht, dass du jetzt hier irgendwas Giftiges machst. Oh. Okay. Mach schon wieder viel zu unvorsichtige Sachen. Nicht greifen. Unkultivierter Sacke und eine Gebetspelle. Nice. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Der chillt hier einfach nur so und man kann dann hier noch so ein Item sich holen. Da
Was, wenn wir noch Kügelchen sind? So, und dann sind wir schon auf dem Dach. Und jetzt kommt der stärkste Boss im ganzen Spiel. Der Nebeladlige. So, stärkster Boss im ganzen Spiel. Zack, 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 tot. Er gibt nicht mal eine Perle, der Junge. Okay. Ja, es war alles nur eine Illusion. In Wirklichkeit ist das Dorf hier schon komplett zerstört. Dieser Tempel hier. So, und jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Und mal die ganzen Items plündern. Oben war noch was, ne? Da bin ich gerade gar nicht weitergegangen. Ich glaube, hier dürfte jetzt auch gar keine Gegner mehr rumchillen. Oh. Da ist noch ein Item. Hm. Also. Und da ist der verdammte Kopflose. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt machen will. Vor allem da unten ist so wenig Platz. So, ich habe den platt gemacht. Ich bin furchtbar alt geworden, aber dieser alte Mann würde Buddha gerne noch einmal in seinen Tempel zurückkehren sehen. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, da können wir ihm nicht mehr helfen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor diesem Kopflosen. Kopflos, ne? Ich könnte versuchen, das Item bei ihm zu... Alter, die sind so... Wir machen den später. Also für den Kopflosen habe ich echt ein bisschen Respekt. So, ich glaube... Da ist mein Item. Aber dann sind wir hier soweit durch. Da ist noch was. Da der Nebel weg ist, können wir jetzt hier nämlich lang. Hier ging es nämlich vorher nicht weiter. Sind hier eigentlich schon... Ab wann kommen die? Es tauchen... Also je weiter man progress, tauchen manchmal Stellen im Spiel so komische Geistergegner auf. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die triggert, dass die auftauchen. Muss ich zu... Genau. Und das gibt es an verschiedenen Stellen im Spiel. Und ich weiß nicht, ab wann das getriggert wird. Die sind jetzt nicht irgendwie besonders schwierig. Die sind halt einfach komplett nervig. Weil die immer an so Stellen sind, wo die ja einfach komplett unnütz sind. Weil die einen nur den Weg versperren, man irgendwo runterfällt. Weil es auf so
engen Gebieten ist. Kann ich ihn eigentlich von hier oben töten? Würde mich mal interessieren. So, neue Statue. Ich glaube, das will ich mal ausprobieren. Kann ich da wieder hoch? Nicht von hier aus. Shit. Wie komme ich da hoch? Na. Möchte mal was ausprobieren, was ich früher auch. LOL! Nein! Setz dich hin! Setz dich doch hin! Okay. Das war doof. Das war echt doof. Genau wegen dem Scheiß wollte ich jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Wegen dem Scheiß Gift. Ach nee, also ihn habe ich auch wegen irgendwelchen Sachen, die er droppt, mal ein bisschen gefarmt. Und man kann ihn mit dem Gatchin-Konfekt halt so ein bisschen nee, nee, nee. Ich sehe nichts. Meine Güte. Oh Gott. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht da rasten. Und jetzt erstmal das Item, bevor der Typ wieder da ist. Schatzkarpenschuppe. So, und hier ist wieder ein freundlicher Händler. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Noch eine. Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr auch die... Ja, das weiß ich. So, der hat nämlich die Flasche gegen Grauen. Das brauchen wir gegen die Kopflosen. Oh, der hat doch Drachenquellsake für Lore und Schatzkarpfenschuppen. Junge, ich möchte jetzt erstmal was verkaufen hier an dich. Kaufen wir mal drei davon. Kaufen auf jeden Fall die da. Beiden sind auch wichtig. Und ich möchte ehrlich gesagt auch den Sake kaufen. Eine Flasche voller kristallklarem Sake. Sake ist zum Teilen da. Einer der besten Sake, gebraut von Ashina Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Ashinas bestem Reis. Worte werden dem Geschmack nicht gerecht. Um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. So. Genau, und die hier halt grauen. Wo die Verstorbenen. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Vorne sind schon welche am Kräuchen. Ob's hier was? Hier. Wie kann man da hoch? Genau.
Die geben nicht mal was. So, ein bisschen Money noch. Ich denke, man hätte ihn noch von da oben erstechen können. Ist da oben eigentlich? Nee, da bin ich hergekommen, ne? Okay. So, jetzt können wir dann noch mal eine Runde rasten gehen, würde ich sagen. Wir sind jetzt im Dorf Mibu. Das ist auch ein bisschen nervig hier. Wir sind nämlich so Typen am Buddeln. Und das Blöde an diesem Gebiet hier ist, die Typen kommen auch so aus dem Boden. Da, ne? Ihr seht da vorne, sie kommen gerade aus dem Boden. Die greifen dann auch mal nach einem, wenn man irgendwie... Lauf, Mimo. Wenn man nicht vorsichtig ist. So, jetzt muss ich mal erstmal wieder... Oh, die ist ganz böse. Die hat so ein Messer, die Olle. So, mal lang. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Schönen guten Tag. Der Korbmann. Korb. Ich bin ein Korb. Ich seh's. Ich grüße euch. Korb. Beruhigt euch. Seid ihr eine ehrenwerte Person? Ja. Oh, ein Glück. Ihr seid eine ehrenwerte Person. Wolltet ihr mich etwas fragen? Es tut mir leid, aber... Also, ihr könnt mir gern Fragen stellen. Ich muss nur diesen Korb auf meinem Kopf lassen. Was stimmt nicht mit diesem Dorf? Das würde ich auch gerne wissen. Bevor ich mich versah, ist jeder verrückt geworden. Für eine Weile war ich auch benommen, aber... Das hat sich gelegt, nachdem ich mich... übergeben habe. Ich war so durstig, dass ich eine Menge Sake getrunken habe. Deswegen habe ich mich wohl auch übergeben. Der Oberpriester lädt uns manchmal auf Sake ein. Aber wisst ihr, wenn man Sake trinkt, wird man durstig. Das Sake-Fass ist im Schild. Also muss jeder das Wasser in den Teichen und Flüssen trinken. Aber je mehr man trinkt, desto durstiger. Das ist schwierig. Dabei wird man durstiger und durstiger und kann niemals genug trinken. Das klingt wie Folter. Erzählt mir von diesem Priester. Er ist die wichtigste Person im ganzen Dorf. Ihr könnt ihn im Schrein finden, den ganzen Weg am Fluss hinauf in der Nähe der Wasserquelle. Er hat zu uns gesagt, lasst uns alle zu Bürgern des Palasts werden. Wenn ihr genug Sake trinkt, werdet ihr alle zu Bürgern des Palastes, sagte er. Klingt wie so ein Sektenspinner. Bürger des Palasts. Ich verstehe nicht, was er damit meint, aber das hat er gesagt. Genau, ihr versteht das nicht, aber er macht das einfach. Was stimmt mit diesen Dorfbewohnern nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie Angst vor Feuer haben. Für eine Weile war ich auch benebelt. Und ich fühlte die gleiche Angst. Ein unlöschbares Feuer. Nur der Gedanke daran bereitet mir Panik. Unlöschbares Feuer. Der Jäger Inuiko hat angefangen, Pinienharz zu verbrennen und sich in diesem Haus eingeschlossen. Dieses Harz brennt für eine lange Zeit. Es ist ein echtes Ärgernis. Inuiko ist der Ausgestoßene des Dorfes. Er isst gern Wildfleisch und so Sachen. Darum gibt ihm der Oberpriester... Ach so, weil er Fleisch ist. Das ist also so ein Dorf von Veganern. Und der ist ausgestoßen, weil er Fleisch ist. Ich verstehe. Auf der anderen Seite des Teichs. Inuikos Haus ist das letzte am Weg. Ist natürlich nur ein Scherz. Ich habe nichts gegen Leute, die vegan leben. Versuche ich auch so ein bisschen immer mal wieder. Also... Ich möchte gerne meinen Fleischkonsum reduzieren. Ich verstecke mich in diesem Korb. Darf nicht trinken. Ja gut.
Dann. Ah, Moment. Moment. Gleich wieder weg. War hier was? Gegner und da hast du bestimmt ein Hühnchen. Ich wusste es. Hühnchen. Ist wie. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ausschalten und gucken, wo was war. Ja, wir haben ja einen See. Da gibt es ganz viel Zeug. Da können wir aber noch nichts machen, weil wir noch immer nicht tauchen können. Aber das Item da vorne am Baum ist wichtig. Darum hole ich mir das mal zuerst. Nee, das war das nicht. Nein, sie haben an mir gegriffen. Nein. Du bist meiner. Nee, nee, nee. Ich glaube, die haben keine Fernwaffen. Das heißt, die können mich hier oben eigentlich gar nicht treffen. Da sind so ein paar große Dudes. Ich versuche mal zu rennen. Ashina-Saka, nice. Mit denen möchte ich mich nämlich eigentlich jetzt nicht anlegen. Das war dumm. Guck mal, so ein Glockenhaini. Na, den mache ich aber noch platt. Oh nein, das war so dumm. Oh, ich bin so eine doofe Kuh. Schild. Da ist schon wieder Omi. Nein. Omi. Das ist ein Item. Omi. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ne, ihr seht, warum Omi ein bisschen schwieriger ist. Die macht nämlich ganz, ganz viel Schlitzi-Schlitzi. Okay. Oh. Holen wir uns mal eben erst die Statue. Und da oben ist doch jemand, den wir kennen. So, ich habe hier aber so ein paar Sachen noch nicht gemacht. Wo ging's da nochmal hin? Hier buddelt da. Huch! Ich habe ja gar nicht gesehen. Da oben ist was. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Hühnchen. Diese blöden Gockel. Ja. So, da oben ist ein Item. Weiß aber gerade nicht, wie ich hinkomme. Da unten wohnt dieser Ausgestoßene. Ich renne einfach mal. Nee, nee, nee. Harzglut. Stück Harz mit ewig lodernden Flammen zu verbessern des Flammenrohrs. Der Harz stammt aus einem schwarzen Kiefer im Wald von Dorf Mibo. Die immer präsenten Flammen waren Wegweiser, um den Weg ins Dorf zu finden.
Mit der Zeit verachteten die Dorfbewohner die Flammen. Die schwarzen Kiefern waren verloren. Die Flammenverteidigte wurde ebenso verachtet. So, ich habe eigentlich gar keine Motivation, mit euch hier zu spielen. Aber wie komme ich da hoch? Ach, hier wächst auch sogar noch eine Kiefer. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Das war aber auch, glaube ich, kein wichtiges Item. Kann ich da irgendwie jetzt hoch? Okay. Dann wieder ganz von unten. Schild doch mal. Hi. Oh. Nein, ich bin so... bin so eine dusselige Kuh, ey. Mann. Scheiß Fische. Nein. Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich wieder. Oh, mit Anlauf geht's. Oder? Nee. Na gut, dann doch wieder so. Lass mich einfach mal hier durch. Ich möchte nur durch. Kann ich mich da oben nicht dran? Doch. Das ist ein bisschen einfacher. Aus dem Weg. Wir gehen einmal zu Emma für den Kürbissamen. Ich glaube, dann fehlen uns noch zwei. Wir haben, glaube ich, jetzt acht. Oh. Meditiert, Emma? Ach, da oben stehst du jetzt. Tut, was nötig ist. Das waren die Worte des göttlichen Erben. Er verheimlicht etwas. Ich verstehe. Oh. Was ist los? In seinen Aufzeichnungen sprach Takeru-sama von Enthauptung. Ja. Vielleicht ist der Akt der Enthauptung das Mittel, um die Unsterblichkeit aufzuheben und das Leben des göttlichen Erben zu beenden. Ja, aber was bringt das denn? Wenn ihr dem Pfad also, zur Takeru hat das ja gemacht, folgt, aber Ko ist ja trotzdem der Drachenerbe. Die sterbliche Klinge benutzen. Um das Leben meines Herrn zu beenden. Ja. Kurosama wünscht sich die Aufhebung der Unsterblichkeit. Das verstehe ich. Wirklich. Aber dennoch, werter Wolf, gibt es vielleicht einen Weg, wie wir Kurosamas Leben bewahren? Das wäre ganz cool. Das Drachenerbe ist keine gewöhnliche Macht. Es könnte einen solchen Weg geben. Also gut, werter Wolf. Ich bitte euch, mir zu helfen, diesen Weg zu finden. Einen Weg, dass Kurosama nicht sterben muss. Ich glaube, das ist das beste Ending. Ich werde meinen Herrn nicht sterben lassen. Danke. Wir brauchen einen Ansatz. Ja. Oh, ja. Tomoe-samas? Werter Wolf, ich habe vielleicht einen Ansatz gefunden. Ich werde recherchieren und euch informieren, sobald ich etwas weiß. Danke. Außerdem sollten wir... das vor dem göttlichen Erben geheim halten. Na klar. Ja. Na gut, dann recherchieren wir einmal. Moment, ich wollte dir noch einen Kürbissamen geben. Werter Wolf, ich werde recherchieren. Danke. Außerdem... das vor dem... ja. Kürbissamen geben. So, oh. Ich weiß nicht mehr, was ich Ishin gegeben habe und was dem Dings. Weil das habe ich Ishin auf jeden Fall gegeben. Hier ist etwas, Sake. Oh,
sehr groß. Ich könnte die auch einfach alle Emma geben, dann habe ich, Emma auf jeden Fall alle zum Trinken gegeben. Ich glaube, es gibt nur die 4. Also die 3 plus den Affenschnaps. Als Ärztin habe ich andere Verwendungsmöglichkeiten für den Sake, als ihn zu trinken. Zur Reinigung? Ja, er kann auch Schmerzen lindern. Als Kind konnte ich seinen Geruch nicht ausstehen. Ihr arbeitet schon seit eurer Kindheit in der Medizin. Ja, ich wollte meinem Mentor eine Hilfe sein. Dogen Sensei. Ich musste mit meinen Mitschülern um jeden Patienten kämpfen. Damals waren Schwert- und Pfeilwunden an der Tagesordnung. Ich verstehe. Das heißt, Emma ist auch eine begabte Schwertkämpferin. Nichts. Manchmal kamen auch Shinobi zur Behandlung. Ich hatte mal einen sehr schwierigen Patienten. Schwierig? Er war sehr verschwiegen. Ich wusste nicht, wo er verletzt war oder wie stark seine Schmerzen waren. Ich hatte keine Informationen, mit denen ich hätte arbeiten können. Er trieb mich in den Wahnsinn. Ich verstehe. Kommt euch das nicht bekannt vor? Was? Ach, nichts. Nein, gar nichts. Okay, ich würde sagen, wir geben ihr den anderen Sake beim nächsten Mal. Na gut. Gut, Leute, dann war es das erstmal für heute. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen. Hinterlasst gerne einen Like oder einen Kommentar. Oder beides. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.